Team BDS, was geht ab? Heute möchte ich gerne meine Top 10 Non-Fiction-Bücher vorstellen, die meiner Meinung nach jeder gelesen haben sollte, der sich mit den Themen Flirten, Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen wie Marketing oder Verkaufen beschäftigt. Also, viel Spaß dabei! Meine Nummer 10 ist Mastery von Robert Greene. In dem Buch schreibt Robert Greene darüber oder beschreibt die Werdegänge von verschiedenen Leuten aus der Geschichte, berühmten Persönlichkeiten wie zum Beispiel Einstein oder Ähnlichen, und beschreibt, wie sie vom Anfang ihrer Tätigkeit, zum Beispiel bei Einstein halt Mathematik, irgendwann darin kam, dass sie eine Meisterschaft in dieser Sache erworben haben, also dass sie sehr gut daran waren und quasi alle Geheimnisse gelüftet hatten davon. Das Buch, muss ich sagen, habe ich nicht ganz selbst durchgelesen. Ich bin nämlich irgendwann bei dem Beispiel hängen geblieben. Das fängt ganz, ganz spannend an, wo erst im Theoretischen erklärt, wie das funktioniert. Und dann kommen aber diese ganzen Beispiele. Und ich muss sagen, auf Dauer war es ein bisschen langweilig. Ich habe mich dann nicht durchs ganze Buch gearbeitet. Aber für Potenziale ist es auf jeden Fall ein klasse Buch, wenn man so sehen will, wie man vom Anfang einer Fertigkeit, zum Beispiel mit Klavierspielen lernen willst, dahin kommst, dass du wirklich sehr, sehr gut kannst. Also das ist in dem Buch gut dargestellt. Deswegen, wenn du sowas lernen willst, wenn du irgendeine Fertigkeit lernen willst, von Anfang bis zum Ende, Mastery, ein klasse Buch für dich. Das macht dir auf jeden Fall Spaß. Mein Platz Nummer 9 ist David Deidas The Way of the Superior Man. In dem Buch geht es darum, was bedeutet Männlichkeit oder was bedeutet ein Mann zu sein, aber eher auf spirituelle Art und Weise. Er erzählt zum Beispiel davon, dass man seinen eigenen Lebensweg haben muss und dass es sehr wichtig ist, immer dem Lebensweg zu folgen und dass man quasi alles geben muss und dann alles in die Welt hinausstrahlt, dieses ganze Positive, was man dadurch erfährt, dass man seinen eigenen Weg geht. Und es ist halt sehr spirituell, aber sehr inspirierend, wenn man so ein Gefühl von Männlichkeit, wenn man so ein Bild von Männlichkeit bekommen will, was andere Leute davon denken. Also es ist ein sehr cooles Buch. Männlichkeit, spirituell, klasse Ding, David Ada, Way of the Superior Man. Nummer 8 auf meiner Liste ist The Talent Code by Daniel Coyle. In dem Buch geht es darum, das ist eher biologisch ausgelegt, er erklärt, wie man zum Beispiel, wenn man eine Fertigkeit lernen will, da wären wir wieder bei dem Mastery-Buch, wie das im Gehirn abläuft. Das heißt, durch Wiederholung und Übung, vor allem an den Grenzen deiner Fertigkeiten, bildet sich so etwas, das heißt Myelin. Und das nennt er so den Schlüssel dafür, Talent zu haben. Dieses Myelin umwickelt deine Nervenstränge und je öfter du etwas machst, desto mehr Myelin wickelt sich um diese Nervenstränge und desto besser kannst du die Fähigkeiten. Und der hat halt sich ganz viele Plätze angeguckt, ganz viele Orte auf der Welt, an denen Talent geschmiedet wird, wie zum Beispiel Fußballspielen in Brasilien, und hat dann so festgestellt, woran das liegt, was die anders machen als andere Leute. Das ist so ein bisschen biologisch betrachtet. Total spannendes Buch, wenn man ein bisschen Motivation dafür bekommen will, warum man Sachen jeden Tag wieder machen sollte, um sie irgendwann perfekt zu können. Also das ist so der motivationale Faktor. Das ist ein super Buch, kann ich jedem empfehlen, der auch ein bisschen was in die biologische Richtung lesen will. The Talent Code, auf jeden Fall von David Coyle. Super Buch, kann ich dir nur empfehlen. Mein Platz Nummer 7 ist Lob des Sexismus. Das Buch schlechthin in der Pickup Community. Jeder hat es gelesen wahrscheinlich, jeder hat es als allererstes gelesen, zumindest kenne ich viele. Und das Buch ist deswegen so klasse, weil es mir damals so eine ganz neue Weltsicht geschaffen hat. Ich habe es gelesen und war so, oh ja, stimmt, deswegen läuft es mit Frauen. Ah ja, stimmt, diese ganzen Sachen. Ich habe die da wiedererkannt in meinem eigenen Leben und deswegen finde ich das, das hat mich damals so geschockt, das hat mich damals so mitgenommen. Und es ist immer noch ein super geschriebenes Buch. Es gibt ein Kapitel, dieses Kapitel über LSE, HD und HSE, HD-Frauen, wo Frauen so ein bisschen kategorisiert werden. Das finde ich sehr, das mag ich persönlich nicht so gerne. Aber diese allgemeine Vibe, die vorkommt, wenn man das Buch liest, ist super, gerade wenn man anfängt. Und wenn man es gelesen hat, dann sitzt man da nur so und denkt sich so, ja, ich will auch ausgehen, ich will auch ansprechen und will das Ganze lernen. Und deswegen ein super Buch für jeden Anfänger. Ein bisschen Motivation tanken, ein bisschen Einblick in die Welt. Ja. Lobesismus von Santano Ludovico. Auf jeden Fall ein super Buch für jeden, der mit Pickup anfängt und auch für Leute, die schon länger dabei sind, weil es einfach ein Klassiker ist. Mein Platz Nummer 6 ist The Game von Neil Strauss. Wieder ein Pickup-Buch. Das geht darum, dass Neil Strauss, der weibliche Reporter, sich in die Pickup-Community verliert hat und dann angefangen hat, da alles Mögliche zu lernen und irgendwann einer der besten Pickup-Artists der Welt war, hat dann mit Mystery, Tyler von RSD und diesen ganzen RSD-Leuten zusammengewohnt. Und das Buch ist halt, man lernt sehr wenig über Pickup an sich, das wird nur nebenbei erwähnt, aber es ist eine total spannende Geschichte. Es ist dieses, der Anfang der Pickup-Community und wie sich alles entwickelt hat. Und wenn man das liest, dann kriegt man total dieses Gefühl so, ah, ja, ich will rausgehen, ich will auch ansprechen. Wie bei dem anderen Buch, wie bei Lob des Sexismus. Nur hier viel stärker, weil der Autor halt viel Scheiße durchmacht, viele lustige Sachen,
zieht in große Villen ein und haben immer Partys, kommen immer andere Mädchen und hast so richtig, kriegst richtig diesen Lifestyle mit und das, da hat man so richtig Bock mitzumachen. Ein super Buch, wieder zu motivieren, ein super Buch, um allen mitzubekommen in die ganze Welt. Einfach ein sehr spannendes Buch. Ich würde es fast nicht Non-Fiction-Buch nennen, weil es ist wie so eine Art Roman, finde ich. Es ist super geschrieben, ich mag es super gerne. Jeder, der Pickup macht, auf jeden Fall, guckt euch dieses Buch an, jeder, der sich Frauen interessiert, also quasi jedermann. Lest es einfach mal, es ist ein klasse Buch, kann ich nur empfehlen. Begin by Neil Strauss. Mein fünfter Platz ist ein etwas unbekannteres Buch, nämlich Mode One von Roger Allen Curry. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der gehört zu dieser Truppe von Direct-Dating-Coaches, wie zum Beispiel Sasha Legan. Das ist ein großer Schwarzer und ich habe ja sowieso für Schwarze einen Teil übrig, weil die immer super fröhlich sind. Und ich habe mir YouTube-Videos schon mal angeguckt, habe dann gesehen, dass er auch ein Buch hat und dachte mir gleich so, ja, das muss ich lesen, super. Und in dem Buch geht es halt darum, er beschreibt vier Kommunikationsstile. Drei davon sind sehr schlecht, also sehr kontraproduktiv, wenn es um Frauen geht. Und einer ist halt dieser Mode One, dieser Kommunikationsstil, in dem es darum geht, dass du halt direkt sagst, was deine Intentionen sind, deine Beabsichtigungen sind. Und dass du halt niemals lügst darüber. Und dass du quasi dadurch selbst, ja, wie soll man sagen, du repräsentierst dich selbst halt genauso, wie du bist vollkommen ehrlich und bist nicht wie in den anderen Kommunikationsstilen, in den anderen drei, die er im Buch beschreibt. Da bist du eher so eine Art, ja, du willst nichts Falsches sagen, du willst nichts sagen, was die Freundin dann stören könnte. Und Mode One ist einfach dieser Modus, wo du einfach fuck it, du sagst, was du Bock hast. Ja, das beschreibt ja diese vier Gesprächsmodi. Super cooles Buch, wenn man sich so eine sehr, ich sag mal, sehr direkte, einfach sehr ehrliche Art von Pickup oder von Frauen ansprechen, wenn man sich die ein bisschen aneignen will, ist das ein super Buch. Kann ich nur empfehlen, gibt es glaube ich irgendwo sogar als PDF gratis runterzuladen im Internet. Ist auch glaube ich nicht teuer. Und geschrieben finde ich es nicht so gut, aber der Inhalt ist super, deswegen für alle Interessierten von direkt ansprechen und direkt sein. Roger Allen Curry's Mode One auf jeden Fall ein Must-Have. Jetzt kommen wir schon zu den besten Büchern, denn auf Platz 4 ist The Education of Millionaires. The Education of Millionaires ist ein Buch, das beschreibt, wie der klassische Bildungsweg, nämlich Schule, Studium, bla bla bla, nicht so optimal ist und was man stattdessen machen sollte. Er beschreibt zum Beispiel, dass, weil ja gerade viele Leute in asiatischen Ländern sich sehr reinhängen und viel Disziplin mitbekommen, dass von da aus viel Konkurrenz kommt in der Zukunft für uns. Und dass es so viele Studenten gibt, ich meine, jeder kennt wahrscheinlich Leute, die studieren und es gibt zu wenig Studienplätze. Und die lernen ja alle das Gleiche. Und im Endeffekt hast du dann nur das vorzuweisen, was du im Studium gemacht hast. Und das sind ja alles nur ganz theoretische Sachen, die du nur auf dem Papier lernst. Und der sagt so, hey, beschäftige dich mit Sachen, die Praxis wirklich in der Praxis taugen. Solche Sachen wie Verkaufen, Marketing, alles, was dazugehört, und dass man das sich anerkennen soll selbst, dass sich selbst quasi das beibringen soll, Self-Education, und dass man dann erst wirklich den Vorteil auf dem Arbeitsmarkt hat. Das ist ein total klasse Buch. Und während du es siehst, hast du das Gefühl, oh mein Gott, warum studiere ich überhaupt? Ja, ich will vorsichtig sein, das ist wirklich, das zieht so in den Kopf ein. Da denkst du so, oh, er hat recht, klar, warum studiere ich überhaupt? Ich sollte irgendwas ganz anderes machen. Ich sollte, keine Ahnung, mich selbstständig machen, mir diese ganzen Sachen selbst verbringen. Ein sehr, sehr gutes Buch. Aber Vorsicht, es ist ein bisschen brainwashing-mäßig, zumindest kam es von mir so an. Trotzdem, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. The Education of Millionaires, mein Platz 4. Und wir sind bei Nummer 3. Meine Nummer 3 auf der Liste ist 7 Habits of Highly Effective People by Dr. Stephen R. Covey. Super geiles Buch. Im ersten Teil geht es darum, wie man so Mastery, also die Meisterschaft über sich selbst, erlangt sozusagen. Man lernt Sachen wie sich selbst Prinzipien zu bauen, also nach eigenen Regeln zu leben, statt nach Regeln, die man vorgelegt kriegt. Und wenn man sich selbst quasi besiegt hat oder sich selbst unter Kontrolle hat, dann kommt der zweite Part des Buches, wo es darum geht, wie man mit anderen Leuten arbeitet. Also für Leute, die so in Business, Leute, die allgemein viel mit anderen Leuten zu tun haben oder mit sich selber an sich selber arbeiten wollen, ein super geiles Buch. Was richtig geil in dem Buch ist, ist, dass das ein super praxisnahes Buch ist. Man liest das und es gibt diese Tabellen und dieses mach dies, mach das, genaue Schritte, gibt es alles genau angezeigt, wie du es machen musst. Und das ist ein toller Gegensatz zu ein paar, ich sag mal, eher theoretischeren Büchern wie halt Way of the Superior Man bei David Data. Da hat man sich mehr in die Hand genommen gefühlt bei dem praxisnahen Buch. Deswegen Nummer 3, 7 Habits of Highly Effective People, auf jeden Fall lesen. Im Grunde ist es für jeden was Gutes, zieht es euch rein.
Okay, zu Nummer 2 auf der Liste. Nummer 2 ist Contagious Why Things Catch On. Supergeiles Marketingbuch von Jonah Berger. Ein Beispiel, das mir total im Kopf geblieben ist, ist das Beispiel mit dieser Bar, die in diesem Hotdog-Stand ist. Es gibt einen Hotdog-Stand und da ist eine Bar. Die ist in so einer Telefonzelle versteckt und du musst durch so eine Holzwand durch. Und dann heißt die Bar so Tell Nobody oder Don't Tell. Und die lebt davon, dass die macht gar keine Werbung, die lebt davon, dass durch diese tolle Idee mit dieser Telefonzelle und durch die Wand und in so eine Holztür gehen, so ganz heimlich, dass alle Leute den Leuten erzählen, so hey, guck mal, diese Bar, voll geil. Auf jeden Fall, das war ein geiles Beispiel aus dem Buch. Es geht also komplett um Marketing. Der hat wissenschaftlich erforscht, welche Faktoren wichtig sind, damit Sachen, wie zum Beispiel YouTube-Videos, geteilt, geshared werden. Dass Leute dir von irgendwelchen Sachen erzählen, die sie gesehen haben. Also das ist wissenschaftlich auseinandergenommen. Deswegen, für viele Leute, die immer sagen, diese Non-Fiction-Videos sind sehr unwissenschaftlich, das ist ein super wissenschaftliches Buch. Total spannend. Marketing. Kann man sich auf jeden Fall antun. Kann sich auf jeden Fall jeder reinziehen, auch Leute, die nicht im Marketing sind, weil man checkt so ein bisschen, ach, deswegen ist das YouTube-Video so berühmt, deswegen ist das so berühmt. Super gutes Buch, Contagious von Jonah Berger, meine Nummer 2. Und die Nummer 1, ihr habt lange noch gewartet, Nummer 1 ist Jetzt von Eckhart Tolle. Jetzt von Eckhart Tolle ist ein Meditationsbuch oder beziehungsweise ein sehr spirituelles Buch. Es geht darum, jetzt zu sein mit seinem Kopf, also hier zu sein. Frei von Gedanken, nicht in der Zukunft zu sein, nicht in der Vergangenheit zu sein, sondern hier im Jetzt. Und das Tolle an dem Buch ist, also wenn man meditiert, ist es sowieso ein geiles Buch, was ein bisschen so einen theoretischen Hintergrund zu meditieren gibt. Was aber so mega geil an dem Buch ist, dass man durch das Lesen, während man liest, wird man so meditativ in dieses Buch reingezogen. Man meditiert, während man liest, weil das Buch einen total entspannt. Ich habe mich hingelegt aufs Bett, Kerzen an, habe mich mit dem Buch hingesetzt, habe gelesen und war richtig so, super geiles Buch, wenn man nicht so richtig gefühlt hat, was Meditation eigentlich ist, liest man dieses Buch und merkt dann, ach so, klar, okay. Weil man versteht, während man dieses Buch liest, was dieses Buch meint. Bei vielen anderen Büchern muss man halt erst rausgehen und die ganzen Regeln irgendwo anwenden. Da kriegst du halt während des Buchs mit, was der Autor meint, weil das während des Lesens passiert, was er da beschreibt. Das ist so cool, dieses Buch. Kann ich jedem Menschen empfehlen, der sich nicht dauernd abfacken lassen will von seinen Gedanken. Jetzt von Eckhart Tolle, meine Nummer 1. Ein super geiles Buch für jeden. Zieht's euch rein. Super Ding. Das war's für heute. Wenn ihr noch ein paar Buchtipps habt für mich, für die anderen Leute, die zugucken, oder eine Top-10-Liste, könnt ihr gerne Top-10-Liste schreiben in die Kommentare. Ich will gerne wissen, was sind eure Lieblingsbücher, was ist eure Top-10-Liste. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächsten Donnerstag und denkt immer dran, wenn ihr auf der Straße jemanden seht, der euch gefällt, Mann, Frau, scheißegal, get your ass up. Bis nächste Woche.